Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Und ich habe euch ein bisschen Weg erspart, ein bisschen gelaufen, weil da einfach nichts passiert ist. Auf dem Weg von der Stadt hierher zu Cavalorn. Hey. Ich habe Vatras deinen Brief gegeben. Habe auch nichts anderes von dir erwartet. Dank dir. Willst du nicht ablösen? Okay, will er wohl nicht. Dann ist das vielleicht doch die falsche Ablösung für Laris. Ich dachte gerade, da liegt was. Andererseits habe ich mich hier so gut umgeschaut. Ich glaube eigentlich nicht, dass ich hier irgendwas übersehen habe oder vergessen. Es sei denn, es gibt was Neues. Was war das denn? Das glaube ich allerdings nicht, denn es ist ja noch kein neues Kapitel und üblicherweise spawnen die Sachen erst in neuen Kapiteln neu. Das hier sieht aber verdächtig flach aus. Da kann ich doch bestimmt hoch, oder? Oder ist das... Das funktioniert tatsächlich. Aber ich denke mal nicht, dass ich da allzu hoch komme, oder? Vielleicht da? Warte mal, ich kann da nicht wirklich hochklettern, oder? Das scheint tatsächlich zu funktionieren. Ah, okay, bis hier. Ist ja lustig. Hübsche Aussicht. Aber leider ziemlich sinnlos. Es sei denn... Na, das würde ich jetzt mal nicht hier in der Aufnahme ausprobieren. Das mache ich vielleicht mal offscreen, wenn ich Lust habe und in der Nähe bin. Habe ich da gerade einen Goblin gehört? Ich glaube nicht. Und ich dachte gerade, da wären... Ah, Vögel sind das. Ich dachte gerade, da wäre eine Pflanze gewesen. Aber auch hier gilt ja, ich habe hier schon alles angeschaut. Und das Spiel ruckelt heute irgendwie ganz besonders gern, habe ich so ein Gefühl. Keine Ahnung, was da gerade los ist. Aber gut... Das wird schon irgendwie werden, glaube ich. Das ist immer so ein bisschen am Anfang, wenn ich das Spiel gestartet habe. Ja, das ist eine neue Aufnahme. Hey, Lester! Steh mal auf, sei nicht so faul! Hey! Bist du immer noch erschöpft? Und wie? Ich habe Xardas alles erzählt. Jetzt werde ich noch ein bisschen pennen. So ein bis zwei Stunden? Tage. Tage? Oder länger. Oh Mann! Andererseits ist das irgendwie auch verständlich. Der ist ja schließlich gerade auf Entzug von seinem Sumpfkraut, ne? Aus dem ersten Teil müsste das sein. Oh, ich kann Tabak mischen und Stängel drehen. Interessant. Ach ja, richtig. Der eine Händler wollte ja eine Tabakkreation. Hey, du. So. Hast du schon mit Lester gesprochen? Ja, ich habe ihn ordentlich gelöchert. Er konnte mir viel berichten. Aber er ist völlig erschöpft. Dass er diese Flucht überhaupt überlebt hat, grenzt schon an ein Wunder. Ich habe ihn erstmal ins Bett geschickt. Was hat er erzählt? Nichts Gutes. Er hat nicht nur einen Drachen gesehen, sondern auch Männer in dunklen Kapuzenmänteln. Und? Wenn es diese Männer gibt, dann stellt ihre Anwesenheit eine mögliche Bedrohung dar. Und das gefällt mir nicht. Hier, nimm meinen Ring. Er wird dich vor Magie beschützen. Das gefällt Xardas nicht. Ich war in der Stadt. Und? Konntest du mit dem Anführer der Paladine reden? Ich werde nicht bei ihm vorgelassen. Unsinn. Du wirst doch einen Weg finden, zu ihm zu kommen. Notfalls geh ins Kloster und werde einer der Magier. Hey, das habe ich vor. Das ist zwar von meinem Standpunkt aus gesehen moralisch fragwürdig, aber es bringt dich auch zum Ziel. Als Magier wirst du auf jeden Fall vorgelassen. Ich glaube, der ist ein bisschen angeknabbert, weil die Feuermagier ihn verstoßen haben. Aber ich weiß nicht, warum er das dann schlecht findet, wenn ich einer von denen werde. Schließlich kann ich es dann ja besser machen, wenn ich einer von denen bin, ne? Wie geht's jetzt weiter? Wir machen weiter wie geplant. Eine andere Chance haben wir nicht. Du besorgst dir das Auge Innos und ich werde weiter nach den Antworten suchen. Alles klar. Sagt Lester jetzt vielleicht nochmal irgendwas, nachdem ich bei Xardas war und mit ihm gesprochen habe? Ja. So. Nee, tut er nicht. Okay, schade. Dann muss ich jetzt irgendwie woanders Ablösung suchen für Laris. Nee, Lester. Lester? Laris? Lester war das da oben, ne? Laris. Das hier eben war Lester. Ach, diese Namen sind so ähnlich. Gut, hier unten habe ich alles durchsucht. Ich rede nochmal mit Cavalorn. Spiel. Ich rede nochmal mit Cavalorn. Vielleicht hat der jetzt nochmal irgendwas anderes, nachdem ich mit den Leuten da gesprochen habe.
Und wenn nicht, dann denke ich mal, werde ich den Weg in die Stadt einfach rausschneiden oder so. Aber jetzt erstmal mit Cavallon reden. Vielleicht hat er jetzt eine andere Neuigkeit oder so für mich. Und immerhin, nachdem ich jetzt ja in der Stadt war und wieder zu Xardas zurück bin, kann ich endlich ohne schlechtes Gewissen die Stadt wieder in eine andere Richtung verlassen. Denn ich habe ja jetzt immerhin schon mal Bericht erstattet und es gibt nichts Neues. Und ja, ich habe so ein bisschen meine Pflicht getan, zumindest für den Anfang bei Xardas, der mich ja immerhin gerettet hat. Ich denke, ich werde hier noch öfter herkommen. Ich glaube... Oh, Heilkraut. Heilpflanze. Ich glaube, später kann man sich auch teleportieren, wie im ersten Teil. Aber das kann ich halt leider noch nicht und deswegen bin ich gerade noch so ein bisschen langsam unterwegs. Naja, wenn ich jetzt gleich rechts gehe, müsste ich doch quer über den Bauernhof laufen können, oder? Das dürfte einiges an Zeit sparen. Ja, das wird schon. Hey Marlet, gibt's was Neues? Nö, gibt's nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Naja, komm, das muss ich nicht rausschneiden. So weit ist es ja nicht bis zur Stadt. Da vorne ist ja schon das Stadttor. Dann, denke ich mal, werde ich nochmal mit Laris selbst reden. Vielleicht hat er ja eine Idee, wen ich ihm als Ablöse bereitstellen könnte. Und wenn nicht, mache ich einfach mal was anderes. Ich frage mich nur gerade, was? Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ich würde jetzt tatsächlich gerne als erstes zu den Söldnern gehen, um fast Söldner zu werden und danach Magier zu werden. Meine Güte, ist das gerade ruckelig. So, die lassen mich jetzt endlich durch, ne? Sehr gut. Na, was soll's. Ich will zum Hafen. Genau. Mir erfährt keiner was. Ja, Lehrling bin ich ja schon. Ich habe noch gar nicht mit allen Leuten im Hafen gesprochen, fällt mir gerade auf. Zum Beispiel gibt es hier links gegenüber von dem Pfeife rauchenden Mann, der mich ja schon mal angesprochen hat, den Geldverleiher. Wie sieht's aus? Wie viel willst du? Was heißt wie viel? Ich bin der Geldverleiher und du kommst zu mir. Was wirst du schon von mir wollen? Geld natürlich. Okay. Mal schauen. Leih mir Geld. Klar. Wie viel willst du haben? Ich berechne 20%. 20%? Pro Tag oder was? Ich überleg's mir nochmal. Was denn jetzt? Verschwende nicht meine Zeit. Wahrscheinlich pro Tag, hä? Wenn er so kleine Mengen verleiht und davon leben kann? Vielleicht pro Woche, aber... Ich weiß es nicht. Pro Jahr wird es wohl nicht sein, denn Jahre gibt es hier wohl sinnvollerweise nicht. Zeig mir deine Ware. So, in-game, weil so lange werde ich ja wohl nicht spielen. Und ich glaube nicht, dass es Jahreszeiten gibt in Gothic 2, das wäre mir neu. Hey Laris. Hey. Erzähl mir was, was genau machst du denn hier? Was genau machst du hier im Hafen? Ich mache das, was alle von uns tun. Ich erledige die Aufgaben, die mir die Wassermagier auftragen. Einige der vermissten Leute sind Fischer. Sie sind mitsamt ihren Booten verschwunden. Deswegen stehe ich hier und beobachte den Hafen. Vielleicht tut sich da noch was. Aber du kannst mir helfen. Pass auf, ich gebe dir meinen Aquamarinring. Er ist das Erkennungszeichen des Rings des Wassers. Wenn du meinen Ring trägst, werden die anderen von uns erkennen, dass du für mich unterwegs bist. Besorg mir eine Ablösung, damit ich das Ornament zurückbringen kann. Einer von uns hält immer den Marktplatz im Auge. Ich weiß aber nicht, wer das im Moment macht. Sprich am besten mit allen, die dort rumstehen. Wenn der richtige Mann meinen Aquamarinring an deinem Finger sieht, wird er sich dir zu erkennen geben. Sag ihm, dass er für einen Ersatz hier am Hafen sorgen soll. Er muss das ja besser wissen. Hey! Das, ich weiß gar nicht, warum ich das letzte Mal übersehen habe, diese Option. Oder gab es sie vielleicht noch nicht? Erkennungszeichen des Rings des Wassers. Sehr schön. Und ein Ring der Geisteskraft. Schutz vor Magie 3. Ja, den nehme ich mal. Ist zwar nur 3, aber ey, 3 ist besser als ganz gar nichts. Habe ich irgendwelche neuen Informationen für den? Nee, ne? Nee, leider nicht. Schade, das gäbe nochmal Erfahrung. Und was ist das hier eigentlich? War ich da schon mal? War ich hier schon mal? Ich habe den Hafen zwar schon mal erkundet, im Wasser, aber halt noch nicht hier wirklich, ne? Ich glaube, da komme ich zu dem Hämmerer, wenn ich mich nicht täusche. Und
Was tust du da genau, Spiel? Spiel? Ich glaube, ich muss hier mal kurz schneiden. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Keine Ahnung, was es gerade war. Das Spiel hat geruckelt und danach ist die Steuerung eingefroren. Ah, mir fällt gerade ein. Beim Nachstellen habe ich die beiden Halbpflanzen oben auf dem Rückweg übersehen. Ah, das hier ist dann wohl die Kampfarena hinter dem Lagerhaus. Ich fühle mich gerade noch nicht stark genug, mich mit den erfahrenen Kämpfern anzulegen. Das mache ich später mal. Und das hier ist dann wohl das Lagerhaus. Ob da vielleicht die Diebesgilde drin ist? Wer weiß. Da oben steht immerhin schon mal jemand Wache. Das sieht vielversprechend aus. Und was haben wir hier? Wahrscheinlich seht ihr gar nichts auf YouTube. Hier haben wir... Naja, okay, ganz viele Kisten. Aber nichts, was irgendwie von Wert wäre. Schade eigentlich. Dann rede ich doch mal mit dem da. Hey, du hast hier nichts zu suchen, klar? Wer bist du? Das geht dich nichts an. Ich bin hier der Chef, okay? Der Chef? Von was? Von den Kisten? Hey, das Lagerhaus untersteht meiner Aufsicht, klar? Also verpiss dich, sonst schlage ich dir den Schädel ein. Schicke dir da Rüstung. Ich habe auch so eine. Okay, du bist dann wohl von der Diebesgilde oder so, schätze ich. Andererseits glaube ich nicht unbedingt, dass ich mich mit dem anlegen will gerade. Aber wie gesagt, ich kann noch nicht so gut kämpfen. Ich fühle mich noch ein bisschen schwach. Ich glaube, ich brauche noch ein paar Level. Nee, Blödsinn. Ich will ja gar nicht kämpfen lernen, ne? Ich bin ja Magier. Ich bin ja mehr so der geistige Kämpfer. Oh Gott, der schon wieder. Ey, der erste Zauber, den ich lernen will, ist ein Schweigenszauber. Der verhindert, dass jemand redet und dann belege ich den da damit. Und wehe, irgendeiner pfeift nicht dabei. Kantar, gehörst du zum Ring des Wassers? Ich glaube nicht, oder? Dafür bist du zu unehrenhaft. Nachdem du diese Sarah hier reinlegen wolltest. Aber sie auch nicht. Ein Innersgeweihter wird wohl kaum mit den Wassermagiern zu tun haben. Markt? Ich glaube da nicht dran. Er erzählt alles weiter. Nein. Dann haben wir hier Jora, der mich auch nicht erkennt. Vielleicht du hier? Nein, auch der nicht. Die Wache wird es wohl auch nicht sein. Vielleicht die Dame, die da wegläuft? Nee, das ist nur eine Bürgerin. Das ist vielleicht Zuris? Nein. Das habe ich schon immer gesagt. Hoffentlich sprechen die mich an. Warum schaust du so skeptisch? War ja klar, der Letzte. Ich sehe, du trägst das Zeichen des Rings des Wassers. Sehr interessant. Du gehörst auch dazu. Was wäre denn? Dann würde ich dir sagen, dass Laris auf seinem Posten im Hafen abgelöst werden will. Gut, in dem Fall würde ich mich darum kümmern, dass sich jemand darum kümmert. Verstehe. Das ist super. Zeig mir deine Ware. Ah, oh, wie schön. Naja, das ist zu teuer. Kann ich mir leider nicht leisten. Wo war das denn? Doch nicht? Wollte der Typ nicht irgendwie Tabak von mir oder habe ich die Quest noch nicht angenommen? Das kann sein, dass ich mich da nur daran erinnere, ob ich die Quest nicht angenommen habe. Hey, du! Ach so, nö. Eine Zukunftsvoraussage brauche ich nicht. Nein, wo ich hin möchte, ist wieder zum Hafen runter. Und zwar vielleicht nicht hier, wo ich vielleicht sterbe. Sondern... Entschuldigung, Jungs. Bin auch schon wieder weg. Hier hinten rum wieder. Das ist, soweit ich weiß, der kürzeste Weg zum Hafen runter von hier aus. Und dann sollte Laris ja endlich abgelöst oder in näherer Zukunft abgelöst werden. Des ehrenwerten Lord Hagens, bla 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 bla. Ah, dass es den nicht selber nervt, das ist echt unglaublich. Seid froh, dass ihr hier im Hafen seid. Und nicht da oben das Geschwätz von dem ständig anhören müsst. Das hält man ja kaum aus. Das war doch schon vorher klar. Hey! Was liegt doch auf der Hand? Wegen der... Nein, nicht die verschwundenen Leute. Nicht die verschwundenen Leute. Nein! Ich habe mit Baltram gesprochen. Er wird sich um eine Ablösung für dich kümmern. Genau das. Ah, sehr gut. Dann können wir endlich hier weg. Yep. Und zwar... Meinen Aquamarinring behältst du am besten erstmal. Danke. Ich vermute, du kannst ihn gut brauchen, bis du deinen eigenen bekommst. Okay, dann lass uns gehen. Okay, lass uns gehen. Wohin? Zum Bauern. Zu Onas Hof. Dann wollen wir mal. Folge mir. Sehr schön.
endlich auf dem Weg zu den Banditen, also zu Onas Hof, zu den losgesagten Bauern. Und deswegen möchte ich gerne einmal speichern, für den Fall der Fälle. Wer weiß, ob hier nicht irgendwas schief läuft. Vielleicht ein Bug, vielleicht ein Glitch, was auch immer. Laris stirbt. Das wäre ärgerlich. Andererseits würde ich es akzeptieren. Ich habe es ja auch bei Bardock akzeptiert. Ja, jetzt folge ich ihm erstmal. Das Schöne ist jetzt ja, wenn ich ihm so folge, wenn wir so in-game quasi ein Team bilden, einen Trupp bilden, dass er dann die wilden Tiere draußen erlegt und ich die Erfahrung dafür bekomme. Ich weiß gar nicht, ob er auch selber Erfahrung kriegt. Und ist so ja eigentlich auch egal. Adanos zu seinen Brüdern. Kann mich mal interessieren. Nie mehr. Warum hört er eigentlich? Kann ich aber nur mit Cheats nachschauen und ich will ja nicht cheaten. In diesem Let's Play. Ich könnte es mal offscreen vielleicht rausfinden, aber eigentlich ist es ja auch egal. Nur eine neugierige Frage. Ob er selber auch Erfahrung kriegt. Also ob quasi die Erfahrung komplett zu mir rüberwandert oder kopiert wird. Das ist ja auch nicht vollkommen egal, ehrlich gesagt. Hauptsache, ich kriege die Erfahrung. Und einen Pilz. Nom nom. Und noch mehr Pilze. Das gibt Mana. Sehr schön. Oh, und da ist der erste Wolf. Also, das mit der Erfahrung klappt auf jeden Fall. Und schön, ich kann ja schon Felle abziehen. Stimmt. Das habe ich ja vor Ewigkeiten gelernt. Nicht, dass ich das Magier brauchen würde. Aber den kann ich immerhin verkaufen. Toll. Seht ihr? Ich bin eindeutig Magier. Ich kann nicht kämpfen. Voll daneben gehauen. Aber so ein bisschen Geld wird mir ja wahrscheinlich nicht schaden. Ein bisschen Ausrüstung zu kaufen und so nachher. Später eben dann. Dumm. Während Laris hier aufräumt, suche ich mal nach Pflanzen. Wie ein Magier das halt so tut. Und schön, hier geht es hoch. Oh, ein Goblin. Pilze. Ja, der Laris, der macht das. Ich merke gerade, der ist deutlich stärker als Bardock. Okay, andererseits sind die Gegner hier auch schwächer als in dem Wald vor der Stadt. Aber er hält auf jeden Fall länger durch als Bardock. Und das ist eigentlich eine gute Sache, möchte ich meinen. Zumindest finde ich es gut. Aha, eine Kreuzung. Hier geht's zur Taverne. Und wo geht's da hin? Jetzt habe ich die falsche Karte ausgerüstet. Ich hoffe mal, wenn ich jetzt die Landkarte einmal nehme, wird die immer kommen, wenn ich M drücke. Ich probiere es mal eben aus. Ja, sehr schön. Da vorne, was ist da denn? Sieht nach einem Bauernhof aus. Aber gut, da wollen wir gar nicht hin. Uah, ein Wolf. Nicht Laris ansprechen. Wolf ausnehmen. Ach, das müsste dann Arkils Hof sein, ne? Wenn wir jetzt zur Taverne laufen. Und irgendjemand meinte doch, Arkils Hof sei da nicht weit von der Stadt. Yay! Ich habe auch einen Gegner umgelegt. Wobei, ich habe ja vor ein paar Folgen schon mal diese Höhle ausgeräuchert. Und davor waren ja auch einige Gegner. Also so schlecht bin ich ja eigentlich gar nicht. Vor allem gegen wilde Tiere. Aber ich lasse es trotzdem lieber Laris machen. Dann spare ich mir die Heilpflanzen. Beziehungsweise Tränke. Und Pflanzen kann ich ja selber nachher Tränke brauen. Ich sammle mal eben hier alles ein, ne? Bevor ich da jetzt weitergehe. Vielleicht ist ja irgendwas Nützliches dabei. Oh, ein bisschen Gold. Pech. Ich hätte gerne Glück, nicht Pech. Ist da hinter mir eine Höhle? Das klingt gerade so. Ach, guck mal, hier wäre auch eine Pfanne für die Bäuerin gewesen. Hätte ich mir das Geld sparen können. Das ist doch eine Höhle, oder? Das höre ich doch. Oder sind die oben auf der Brücke oder so? Oder ist das hier eine Höhle? Ah, das hier ist eine Höhle. Gut, aber da Laris ja gerade nicht wieder zurückkommt zu mir, sondern in die andere Richtung läuft. Gehe ich da mal lieber nicht rein. Sag mal, da war doch gerade Gold. Da ist Gold, genau. Gold. Gold. Pfeile. Ein Pfeil ist ein Gold wert. Das heißt, ein Pfeil ist so gut wie ein Gold. So, alles schön aufsammeln. Und das da sieht nach einer brauchbaren Waffe aus. Ach ja, tatsächlich, ein Wolfszahn. Aber so eine habe ich leider schon. Na, was soll's. Wer bist du?
Was ist los? Was los ist? Schau dir doch mal die Sauerei dort drüben unter der Brücke an. Sowas habe ich mein ganzes Leben noch nicht erlebt. Diese Saubande sollte man ausräuchern, sag ich dir. Was? Was ist passiert? Ich war mit meinen Gehilfen unterwegs. Da kamen diese grässlichen Kerle wie aus dem Nichts auf meinen Wagen gesprungen und haben alle niedergemetzelt. Ich kann von Glück sagen, dass ich auch heute noch einen ordentlichen rechten Haken verteilen kann. Sonst hätten sie mich sicher auch noch erwischt. Was waren das für Kerle? Na, die Banditen. Wer sonst? Sie haben die Brücke da oben in Beschlag genommen. Jeder, der die Brücke passieren will, wird von ihnen ausgeraubt. Ich wusste, dass sie dort oben auf der Lauer liegen, also bin ich unter der Brücke durch. Aber mein Karren und meine Waren waren eine zu verlockende Beute für sie. Die Mistkerle sind einfach von der Brücke gesprungen, direkt auf meinen Wagen. Ich hätte versuchen sollen, mich nachts vorbeizuschleichen. Der Kram da unter der Brücke gehört dir? Der Karren, die Waren, einfach alles. Ich habe da ein bisschen was von deinem Krempel eingesammelt. Behalt das Zeug. Nichts davon ist wirklich von Wert für mich. Das Einzige, was unersetzlich für mich ist, sind meine 3 Steintafeln, die sie mir gestohlen haben. Oh, Steintafeln, sehr gut. Steintafeln? Der Wassermagier in der Stadt will sie mir abkaufen. Und ich habe ihm die Dinger versprochen. Ich will sie unbedingt wiederhaben. Sonst schadet das meinem guten Ruf. Wo hattest du die Steintafeln her? Ich habe sie bei alten Bauwerken wie Mausoleen oder auch ab und zu in Höhlen gefunden. Aha. Ich konnte schon eine Menge davon an den Wassermagier in der Stadt verkaufen. Hier unten sind sie jedoch eher selten. Im Nordosten von Korinis war meine Ausbeute am größten. Gut zu wissen. Warum suchst du dir nicht einfach neue? Bei der Keilerei mit den Banditen habe ich mir meinen Knöchel verstaucht. Oh. Ich kann zwar noch laufen, aber sehr weit will ich mit dem schlimmen Fuß im Moment nicht gehen. Ja, das kann ich verstehen. Was will ein Wassermagier damit? Er sagte, er wolle sie studieren und hat mich beauftragt, ihm mehr davon zu bringen. Interessant. Warte mal. Dann schaue ich mal, ob jetzt hier vielleicht doch noch irgendwo eine Steintafel rumliegt. Manchmal werden ja Gegenstände auch erst in die Welt gesetzt, wenn man gewisse Gespräche geführt hat oder so, aber hier liegt jetzt scheinbar nichts rum. Dann haben das wohl tatsächlich die Banditen da oben und mit denen lege ich mich jetzt gerade sicherlich nicht an. Ich will mal eben noch schauen, was für Sachen er hat, zu verkaufen hat. Aber das mache ich dann beim nächsten Mal. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal nach dieser viel zu langen Folge.